Game Dev Tycoon Zeit. Monchi und Co. heißen wir. Warum Co.? Wer ist dabei? Moncheline. Richtig. Yeah. Und wir starten wieder durch. Ich weiß nicht, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Bei mir ist es schon eine Weile her. Tricky Kläuschen. Kläschen heißt das ja. Ja, hast du falsch so, ja. Wir haben 60 Forschungspunkte und jetzt wollen wir mal gucken. Was können wir forschen? Eigene Engine könnten wir machen. Eine eigene Spielengine, das können wir mal machen. 50 Forschungspunkte. Das dauert jetzt auch ein klein bisschen, aber komm schon. Na, so viel Kohle haben wir gar nicht, aber wir haben schon 98 Fans. Yeah! Tricky Kläuschen wurde vom Markt genommen. Es wurden 10.000 Einheiten verkauft. 76.000 einen Umsatz gemacht. Nice. So, eigene Engine entwickelt. Du hast deine eigene Spielengine erfolgreich erforscht. Sauber. Neue Forschung für Spiele-Tutorials und Mono-Sound. Yeah! Ich komme, wir sind nicht mehr in der Steinzeit. Geil. So, eigene Engine erstellen. Oh, hier stimmt aber die Grafik nicht, Spiel. Wir nennen diese Engine. Ich kann es nicht ändern, doch hier. Wir nennen diese Engine, damit ich das Blick nachher. Wir nennen die Monchi Hashtag 1. Genau. So. Das wird dann auf 50.000 gespeicherte Spielstände. Wir nehmen. Oh, so viel Geld haben wir nicht. Wir lassen das erstmal noch. Wir müssen ein neues Spiel entwickeln, weil wir brauchen Kohle. Ja. Leute, ich brauche Hilfe. Spielekonzept. Klaus allein. Allein. Thema wählen. Wir nehmen da ein Alien-Spiel. Genre, das ist ein Actionspiel, Plattform natürlich der PC. Weil so wie ich gesehen habe, kriegst du am PC die meiste Kohle. Weil du hast hier Action +++, Abenteuer +++, Rollenspiele, Fragezeichen, Simulation dreimal und Strategie dreimal. Und hier oben hast du bloß die Simulation dreimal. Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie viel Umsatz du nachher machen kannst. Ja, ich glaube es. Ja, wir machen weiter. Wir machen eine 2D, das ist okay. Und ab geht's. Klaus allein. Ich hätte vielleicht anders nennen sollen. Ich hätte vielleicht Space Kläuschen oder so nennen sollen. Aber okay. Die Engine hauen wir hoch. Story und Quest tun wir ein bisschen runter. Nicht zu weit. Ja. Und Gameplay tun wir auch noch ein bisschen erhöhen. So. Jetzt hauen wir rein hier. Komm. Wir brauchen mal jetzt wieder einen geilen Verkaufsschlager oder so, dass wir Punkte farmen ohne Ende. Branchenneuheit, bla bla bla. Riesenerfolg, die Verkaufszahlen haben die Erwartungen bei Weitem übertroffen. Okay, sauber. Wenn ein Kunde sagt, ich liebe die Spiele, die für Tees erhältlich sind und das Spielen mit dem Controller macht viel mehr Spaß als die Tastatur, die haben keine Ahnung. Tastatur ist das Geilste. So, Dialoge, Level Design und künstliche Intelligenz. Hier, das verstehe ich nicht. Hier bei Level Design habe ich jetzt +++, ist grau und Fragezeichen auch und hier vorne sind 3+. Heißt es dann, das da hier kann ich ein bisschen runter tun und das hier kann ich ein bisschen höher tun? Ich probiere es mal. So, hau raus, komm. Komm schon. Do it. So, Entwicklungsphase 3. Klaus allein, Action Alien. Spielewelt-Design, Grafik, Sound. Sound kommt auf jeden Fall höher. Wir lassen das mal ausgeglichen. Die Grafik vielleicht ein bisschen höher. Kosten 5.000. Oh, wir sind fast wieder blank. Wir haben jetzt nur 9.000. Das Spiel muss ein Erfolgsschlager werden oder wir sehen uns in einem neuen Spiel wieder. So, vier Bugs raushauen, komm. So, 12 Design, 15 Technologie. Neuer Rekord. So, mal gucken. Ja, komm, schneller. Spiel veröffentlichen. Spielebericht kann ich, glaube ich, jetzt nicht machen, weil wir haben die ersten Bewertungen für unser neues Spiel. Klaus allein erhalten. Oh. Komm schon. 7. Okay. Nette Erfahrung. 7. Gutes Spiel. Okay, das ist schon mal gut. Hier hat auf die 10 aufgeblinkt. Komm. 8. Jawohl. Habe es tagelang gespielt. Das sieht nach einem guten Verkaufsschlager aus. Aliens und Action ist eine sehr gute Kombination. Jawohl. So. Spielebericht erstellen, das kostet mich, glaube ich, kein Geld, doch 31.000. Ich werde es trotzdem machen. Wir sind zwar dann in der Miese, aber wir verkaufen ja jetzt gerade Klaus allein. Also am ersten Tag haben wir. Komm.
Oh, das Spiel ist Rang 43. Unsere Analyse von Verkaufsstart von Klaus allein ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Level Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Gut, also ich werde jetzt nicht jedes Mal einen Spielebericht erstellen, weil man kann sich ja merken, was wichtig ist. So, wir werden jetzt... haben wir gescheite Auftragsarbeiten? 4 Wochen? Das ist zu viel, das schaffen wir noch nicht. 4 Wochen. Das könnten wir schaffen. Wenn es so weitergeht, nicht. Doch, schaffen wir. Gut, das bringt uns nämlich Kohle. 152.000 haben wir jetzt, sauber. Wirklich erfolgreich zu sein. Was? Da immer mehr Entwickler auf den Markt drängen, erwarten wir, dass Entwickler in Zukunft zielgruppenspezifischere Spiele anbieten werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Okay. Neue Forschung an der Zielgruppe. Okay. Gute Arbeit. Wir werden 16.000 auf Ihr Konto überweisen. Ja, von der Auftragsarbeit. Okay, Klaus allein verkauft sich immer noch. Das heißt, wir müssen jetzt gucken. Was haben wir denn? Wir haben 34 Forschungspunkte. Neues Thema, Gameplay, Monosound. Ich wäre fast für den Gameplay, für den Sound, dass wir besseren Sound haben. Ja, machen wir auch. Sound ist wichtig im Spiel, Leute. Das wisst ihr. Vergiss nicht, spezialfertige Spiele Engine zu entwickeln. Es wird deine Spiele um einiges verbessern. Du kannst mit dem Aktionsmenü deine eigene spezielle Engine erstellen, sobald du eine eigene... Gut, ja, das machen wir danach, weil jetzt haben wir das Geld dafür und dann werden wir jetzt eine eigene Engine erstellen. Es verkauft sich immer noch. Seht ihr hier oben? Der Balken ist immer noch da. Ah, puh. Aber 184.000 haben wir mit dem Spiel gemacht. Das heißt, von diesem Spiel werden wir einen zweiten Teil rausbringen. Auf jeden Fall. So, und jetzt eigene Engine erstellen. Das ist Monchi 1. Monchi Hashtag 1. Da werden wir 50.000 hier reinhauen und nochmal 10.000 da reinhauen. Wir werden nicht alles machen, ja, weil ich glaube, wenn wir das nacheinander machen, ist es besser. Was, dass auch Wena, ein anderes japanisches Unternehmen, eine eigene Heimkonsole auf den Markt bringt? Okay. Okay, dann mach mal. Wir müssen jetzt da oben die Punkte reinballern. Wir kriegen dadurch auch Forschungspunkte. Das ist schon mal sauber. Notizen machen. Ja, ja. Und sich am Kopf kratzen. Das hat er noch nicht gemacht. Volltrottel. So, eigene Engine entwickelt. Okay. Dann werden wir jetzt gleich mal hier gucken. Spielehistorie. Lass mal sehen. Klaus allein. Einkommen, das ist das, was ich als letztes gemacht habe. Wir gehen jetzt mal an den Anfang. Was war ein Combat Klaus? Kosten 39, Einkommen... War das Racing Klaus? Racing Klaus. Wir bringen jetzt 6,7, 4,25. Wir bringen jetzt Racing Klaus 2 raus. Jetzt bin ich mal gespannt mit der eigenen Engine. Neues Spiel entwickeln. Racing Klaus. Oh. Klaus. Wie kann man das noch nennen? Nicht 2, weil 2 klingt so scheiße. Racing Klaus. Racing Klaus. Ah, doch. Mir fällt gerade keiner ein. 2. Thema wählen. Das war wieder ein Rennsport. Genre. Das ist eine Simulation. Plattform. Wir bringen das diesmal. Ich wäre fast dafür, dass wir den TS nehmen, weil das ist ja ein Verkaufsschlager. Wenn ich da ein neues Spiel rausbringe, was bombig wird, mal sehen. Wir nehmen die Monchi Engine. So, weiter. Wir nehmen diese hier, die Version 2. Das kostet uns zwar mega viel. Jetzt seht ihr hier oben, wir haben nur noch 10.000. Wir müssen jetzt verdammt aufpassen. So, wir gehen hier runter. Story and Quest ist nicht so wichtig. Ich werde das ganze Geld hier reinbomben in das Spiel. Und wenn es verkackt, das ist scheiße, dann muss ich das Spiel neu starten, Leute. Es tut mir leid, ja, aber wir kriegen das hin. Wir müssen das hinkriegen. Branchenneuheit. Heute hat Wena die günstigen Gerüchte. Konsole, Master V. Das Unternehmen, TS von den technisch überlegen sein und plant. Ja, fuck. Hätte ich mal gewartet. Okay. So, Dialoge tun ein bisschen hoch, Level Design tun ein bisschen runter. Aber nicht zu viel. Künstliche Intelligenz, auch, aber ja, okay, machen wir so. Ja. Weil es muss ja auch gequatscht werden da drin und zwar, was sich wo du hinfahren musst oder sonst was und bla 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 bla. Wir sind in der Miese 2400. Wir können bis zu 50.000. So. Sound ist da, Grafik ist da, das lassen wir alles so. Oh, guck mal an, guck mal an, guck mal an. Design geht voll hoch. Design geht volle Kanne hoch. 5 Bucks. Come on. Hau aber noch was in Technologie. Jawohl. Nochmal, komm. Komm, komm, komm. Na. Okay. Trotzdem, mal sehen. Beides ein neuer Rekord. Ja, das überspringen wir mal. Bla 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 bla. Spiel veröffentlichen.
So, und bevor wir jetzt einen Spielebericht, ich werde keinen Spielebericht dafür erstellen. Spielebewertungen sind da. Wir wissen ja, dass Racing und Simulation eine Bombenzusammenstellung ist. So, wir haben da eine 8. Sehr gut. Stargames gefällt mein Spiel. Rennsport und Simulation ist eine sehr gute Kombination. 8. 7 nette Erfahrungen. Und im Schwerpunkt auf Gameplay tat dem Spiel sehr gut. Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, bisher das beste Spiel. Und wir werden sehen, was es uns einbringt am ersten Tag. Wir gucken mal. Oh, 16.000. Ich habe am ersten Tag einen Umsatz gemacht von 116.000. Ja. So, Forschung. Neues Thema, Spiele, Zielgruppen. Werden wir erforschen. Wir haben immer noch 24 Forschungspunkte. Ja, am zweiten Tag ist ein bisschen schwächer geworden, aber dann ging es wieder hoch. Ja. Wieder runter. Hoch, runter. Und jetzt? Wir waren auf Platz 27 mit dem. Okay. Wir müssen mehr forschen, Leute, damit wir neue Spiele machen können. Ah, ne. Ich will kein Ding machen. Forschung. Spiele-Tutorials kostet mich 40.000. Wir haben 202.000, Leute. 162.000, okay. Oh, da ist wieder hochgegangen. Also es scheint sich schon ein bisschen einzupendeln. Also es scheint nicht schlecht zu sein. Also Racing Klaus 2 scheint gut zu sein. So, Forschung. Neues Thema. Fuck, wir haben zu wenig Forschungspunkte. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay. Auftragsarbeiten finden. 1,18. Das schaffen wir nicht. Wir sind noch zu klein. 5 Wochen. Da kriege ich 15.000. Auf geht's, komm. Wurde 43.000 Mal verkauft und wir haben einen Umsatz von 303.000 Mal. Also das war bombig, das Spiel. Bombig. Yeah. Racing Klaus. Spielhintergrund wird verarbeitet. Jawohl. Komm. Komm. Auf geht's. Jawohl. Sauber. 15.000 aufs Konto. So, als nächstes werden wir Forschung. Wir können ein neues Thema erforschen. Was haben wir denn? Wirtschaft, Regierung, Chirurgie, Comedy. Wir machen jetzt einen Wirtschaftssimulator. Das kommt bestimmt auch gut, weil so, wenn man sieht, die ganzen Leute auf der Games kommen und überhaupt und bla und die ganzen Riesenstände da, was weiß ich, Farming Simulator und was weiß ich nicht alles, die schlagen immer ein wie eine Bombe und ich weiß nicht warum. Ich habe das Farming Simulator 2015, ich glaube, eine halbe Stunde gespielt, danach habe ich es in die Ecke gefeuert und habe gesagt, fick dich, Spiel! So, neues Spiel entwickeln. Wir nehmen das Farming Klaus. Ja, Klaus ist absolut da. Ah, jetzt kann ich hier auch Zielkategorien machen. Das ist für Kinder und Jugendliche. Ne, eigentlich ist es für alle so ein Simulator. Thema wählen. Wirtschaft. Genre ist natürlich eine Simulation. Plattform. Und jetzt ist die Frage, sollen wir 80.000 für das da hier reinhauen? Ich glaube, ich werde das machen. Aber eine Simulation an so einem Pad ist scheiße. Wir nehmen den PC. Spiele-Engine auswählen, meine Engine ist klar, weiter. 2D-Grafik ist okay. Starten. Hier rechts hat man jetzt gerade gesehen, 35.000 hat uns das Ganze gekostet. Story und Quest, gibt es das da drin? Ich weiß nicht. Ja, Quest, du sollst halt farmen. Ja, wir lassen es mal so. Okay, dann hau mal rein. Also 626 Fans haben wir. Yeah! 153.000. So, Dialoge brauchen wir nicht wirklich, weil da drin wird wenig gequatscht. Level-Design und künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, brauchen wir eigentlich schon in einem Simulator. Komm, hau rein. Neue Forschung für Casual-Spiele, yeah. So, jetzt mal gucken. Sound ist wichtig, Grafik ist wichtig. Spielewelt-Design kann ich ein bisschen runterschrauben, dass hier mehr reingepusht wird. Okay, hau rein. Komm. Kürzlich Marktung gezeigt, dass der Commodore G64 gegenüber anderen PC-Herstellern langsamer markiert wird. Ja, ist logisch. Inoffizielle Stellenmarke, okay, oder so Unternehmen. Ja, gut. PC hat sich behauptet gegenüber dem. Gut. Jetzt. Neuer Rekord schon mal bei Technologie. Komm, bei Design. Hau noch 2, 3 Designpunkte rein. Oder Technologie. Juckt mich auch nicht. Okay. Okay, mal sehen, was Farming Klaus hinbringt. Oder Klaus. Neuer Rekord. Levelaufstieg in der 2D-Grafik. Sehr gut. Spiel veröffentlichen. Das heißt jetzt nur in dem Sinn, dass meine 2D-Grafik sich selber weiterentwickelt hat. Ja, jetzt mal gucken. Oh, ich habe kein gutes Gefühl. Oh doch, 7, okay. Kann ich mit leben.
Unterhaltsam, kann ich auch mitleben, auch eine 7. Oh, oh, oh. Oha, okay, mehr bitte. Oh mein Gott, okay. Kann die Fortsetzung kommen? Oh mein Gott, Leute, seht ihr das? Genau das meine ich, ja. Verkaufsschlager, gut. Nette Erfahrung, ich glaube, hier habe ich einen Fehler gemacht beim Level-Design, ja. Aber wir werden gucken. Verkaufshit oder Verkaufsflop? Wir werden sehen. Hier oben läuft's, es läuft. 8500 in der ersten Woche. Wir sind Rang 18 mit dem Spiel. In der zweiten Woche, oh mein Gott, wir sind höher. Was ist das? Branchenneuheit? Ah, ein Gameboy. Oh, sorry. Für mich ist es ein Gameboy, ja. Ja. Wir sehen, oh mein Gott, es verkauft sich wie von selbst. Guckt euch das an, Leute. Gut, da ist jetzt runter. Super. Okay, Spielebericht erstellen. Wir brauchen für Farming Klaus auf jeden Fall einen Spielebericht. Unsere Marktanalyse. Veröffentlicht Spiel Farming Klaus. Ein überraschender Erfolg bei den Spielern. Der Entwickler Monchi & Co. ist ziemlich neu in der Spielbranche. Trotzdem erwarten wir gespannt, was er als nächster entwickeln wird. Natürlich erwartet ihr das, ja. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Yeah, Leute, guckt euch das an. Wir machen Kohle, das glaubt ihr gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Farming Klaus ist beendet. Wir haben folgende Resultate erhalten. Wirtschaft und Simulator ist eine großartige Kombination. Level Design scheint für diese Art von Spielen sehr wichtig zu sein. Gut, Level Design hatten wir oben. Es war super, es war geil. So, Forschung. Casual Games. Yeah, das erforschen wir jetzt mal. Danach können wir leider nichts mehr erforschen. Das heißt, wir müssen wieder ein Spiel machen. Wir können aber auch gucken, dass wir die nächste Engine machen. Ja, ist veröffentlicht worden, okay. Vielleicht machen wir auch die neue Engine. Lass mal sehen. Eigene Engine erstellen. Wir können ja jetzt eigentlich hier Monchi 2 nehmen. Ich weiß nicht, warum das hier so blöd ist. Das kostet mich 60.000. Da können wir jetzt die Grafik können wir drin lassen. Wir können die lineare Erzählung reinhauen. Spiele-Tutorials können wir reinhauen. Und den Monosound. Das kostet 150.000. Und wir haben 328.000. Hau rein, Junge. Und wie ihr seht, wir haben 906 Fans. Wir haben fast 1000 Fans. Farming Klaus wurde vom Markt genommen. Es wurden 35.243 Einheiten verkauft und eine 250.000 Umsatz erzielt. Nice one. Ja, komm. Gib Schubrakete, komm. Ah. Gut, in der Zeit trinke ich mal einen Kaffee, Leute. Hm. Leute, ich sag's euch, es gibt nichts gegenüber einem kalten Kaffee. Aber wirklich auch rein gar nichts. Und ich habe jetzt auch vor, dass ich diese Folge ziemlich lange machen werde, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Sonst, wenn ich immer nur so 10, 15 Minuten Folge mache, ist das ein bisschen blöd. Moment. So, deine neue Spiele-Engine Monchi 2 ist jetzt fertig. Sauber. So, und da werden wir gleich reinhauen, ein neues Spiel davon entwickeln. Das ist jetzt, wie können wir das dann nennen? Was für Genres haben wir? Action, Abenteuer, Rollenspiel, Simulation, Strategie, Casual. Was für Themen haben wir denn noch? Rhythmus, Aliens, Gefängnis, Wilden Westen. Wir könnten nochmal einen Sport probieren. Okay. Wir könnten mal, Tour de Klaus. Das ist für alle, das Spiel. Oder? Erwachsene, Kinder, Jugendliche? Ne, wir nehmen alle. Thema. Das ist ein Sportspiel. Genre auswählen. Das ist wieder eine Simulation. Plattform. So, und jetzt müssen wir gut überlegen. Für einen PC Simulationen sind gut. Aber wie ihr hier seht, hier ist der PC, sorry. Simulation ist sehr gut. Hier oben Strategie und Abenteuer gibt Minus. Rollenspiele und Simulation wissen wir leider nicht. Aber wir haben 164.000. Den haben wir schon gekauft. Wir probieren es für den hier. Spiele-Engine auswählen. Wir nehmen unsere neue Engine und 2D-Grafik. Version 2, das ist jetzt unsere neue. Und ab geht der Peter. Komm. Nicht Peter, Klaus. Mit dem wachsenden Interesse an Videospielen bildet sich auch eine wachsende Leerschaft von Videospielen-Magazinen. Solche Magazine bieten Entwicklern eine tolle neue Möglichkeit, die Spiele zu präsentieren. Okay. Neue Forschung, Marketing. Ah, gut. Also wir können jetzt auch Marketing erforschen. So, wir Spiele-Tutorials hauen wir auf jeden Fall rein. Lineare Erzählung ist jetzt nicht so wichtig. Story und Quest brauchen wir gar nicht in dem Spiel. Ja. Wir nehmen das Gameplay auf jeden Fall hoch und die Engine auch. Also richtig reinbomben damit.
So, na, guck mal, unser Geld ist schon wieder fast weg. Wir haben nur noch knapp 100.000. Die Spiele sind zu teuer. So. Dialoge brauchen wir ein bisschen, weil zum Beispiel, wenn du ein Interview gibst oder sonst was, ich weiß nicht, ob die so sind, aber wir lassen es so oben. Monatliche Kosten von 8.000. Ich lebe in einer Garage und habe monatliche Kosten von 8.000. Das ist der Wahnsinn. So, Grundtöne hauen wir rein und, nee, wir nehmen nur den Mono-Sound. Spielewelt-Design hoch, Grafik hoch, Sound hoch. Wir müssen alles ein bisschen hochpushen, dass die Grafik wirklich wow ist. Wow! Wow! 12 Bugs. Komm, jetzt muss ich aber Design und Technologie noch ordentlich raushauen. Komm, nicht nur Bugs fixen. Hallo, jawohl. Komm. Zielhinweis. Sobald du mehr als 1 Million auf dem Konto hast, kannst du in den nächsten Level wechseln. Das klingt nach sehr viel Geld, aber keine Angst. Sobald du mit einem Spiel einen Hit landest, wirst du diesen Betrag problemlos zusammenbekommen. Natürlich. Branchenneuheit. Master V-Konsole hat Vena Gear angekündigt. Sauber. Ein Sprechsong im Gegensatz zu ähnlichen Marken enthält Geräte, welche sie nicht in Spielkonsolen messen können, ist der Vena Gear im Prinzip leistungstechnisch auf demselben Niveau die Master V. Also, okay, ja, sowas will ich gar nicht, so Pocket-Scheiße. Weil da kannst du die Grafik-Engine, also finde ich jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn du zum Beispiel bei einem Gameboy-Spiel die Grafik-Engine alles so hoch pusht, ja, und es bringt gar nichts, weil das Gerät schafft es einfach nicht. Wir müssen bei so kleinen Geräten warten wir noch, bis wir höher sind. Jawohl, 17 Design, das ist schon mal ein neuer Rekord. 130 in der Engine, jawoll. 171 in unserer neuen Engine, in der 2D-Grafik, ja nice. So, Forschung, wir müssen Marketing erforschen. Ich habe keine Forschungspunkte, nein! Okay, dann machen wir ein neues Thema. Regierung, Chirurgie, Comedy, postapokalyptisch. Beginnen. So, und jetzt werden wir sehen, was uns denn Tour de Klaus bringt. Mal sehen. 8. Sehr unterhaltsam. Sauber. Nochmal. Habe es tagelang gespielt. Sauber. Und nochmal eine 8. Komm. 10. 10. 10. Noch mehr. Oh. Ich liebe es. Okay. Auch merken, Tour de Klaus, also Sport und Simulation, klar, haben wir ja schon gehabt, wird bombig sein. Wir werden jetzt sehen, wir haben 55.000. Wir werden sehen, was ist jetzt in der ersten Woche. Das sind immer Wochen, glaube ich, hier. Was uns bringt. 18.000. Wir sind Rang 11 mit dem Spiel, Leute. Rang 11. So, stopp. Wir müssen hier jetzt schnell einen Spielebericht erstellen für Tour de Klaus. Damit ich weiß genau, in welche Kategorie... Oh, hat es abgelassen. Ja, heute wurde eine neue Plattform. Hat es abgelassen. Leck mich am Arsch. Rang... Was waren wir gerade? 11, glaube ich. Ja? Jetzt sind wir 15, 17. Okay. Vorne Spieledesign scheint für diese Art... Ja gut. Nicht wichtig zu sein. What? Also ich würde schon gerne eine schöne Landschaft haben, in der ich fahre. Aber okay. So, dann gucken wir mal. Auftragsarbeiten. Haben wir denn neue gescheite Auftragsarbeiten, wo wir schaffen können? 12 und 5, das schaffen wir nicht. 2 und 13, das könnten wir schaffen. Müssen wir schaffen. Wird knapp, aber ich glaube schon. Jawohl. Das verkauft sich immer noch, Leute, ihr hier oben seht. Ich habe jetzt wieder 370.000. So, es verkauft sich immer noch. Sauber. Okay, wir haben 25 Punkte. Ich würde gern warten, bis ich das Marketing habe. Ich glaube, das werde ich auch machen. Okay, das heißt, wir müssen... Ja, scheiße. Wie machen wir das, am geschicktesten? Warte mal, Spielehistorie. Das war eine glatte 8. Das war auch eine Farming-Klaus. Da warte ich noch mit dem zweiten Teil. Wenn ich glaube, wenn ich gleich den zweiten Teil raushaue, dann sind die Leute nicht so begeistert davon. Racing Klaus auch. Wir könnten Klaus allein machen. Was war das denn hier? Das war Alien Action Spiel. Okay. Okay, dann machen wir das doch mal. Neues Spiel entwickeln. Wie nennen wir das? Das war Klaus allein. Klaus allein. Nee. Oder wir nennen es... Wisst ihr was? Weltraum... Doch, Weltraum-Klaus. Wir nehmen das jetzt aber nur für Erwachsene. Ja? Weil das wird hier nämlich ein Alien-Spiel.
Aber das wird ein Simulationsspiel. Ich würde gerne das kombinieren, Simulation, Strategie. Weil ich würde jetzt gerne so ein Raumschiffspiel machen, aber ich glaube, das geht nicht. Okay, Simulation. Plattform nehmen wir für den PC diesmal. Spiele-Engine, meine zweite Engine, weiter. So, wir nehmen die große Grafik, das ist klar. Und jetzt hau rein. Tour de Klaus, Leute, ihr seht, es wird immer noch verkauft. Das ist der Wahnsinn. So, Gameplay runter, Engine runter. Story and Quest müssen wir hochhauen, weil in sowas gibt es nur mal. Es gibt Story and Quest in dem Spiel. Ich glaube aber, das Gameplay hauen wir ein bisschen höher als die anderen. Weil hier sind 3 Plusse, da sind 2 und hier ist minus 1. Aber okay, wir werden sehen. Tour de Klaus wurde vom Markt genommen. Es wurden fast 50.000 Einheiten verkauft und 345.000 Umsatz. Yeah! Sag doch du auch mal was dazu. Yeah! Okay, der Commodore 64 wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Sauber, gut, dass ich ihn nicht gekauft habe, den Schrott. So, Dialoge hauen wir ein bisschen hoch. Künstliche Intelligenz würde ich jetzt gern noch höher hauen. Ja, damit die Gegner auch wirklich intelligent sind, weil sonst macht es keinen Spaß. Hör auf, die haben Kopf zu kratzen und macht es jetzt. Los. Ihm juckt's doch. Oh, Presseanfrage. Hi, ich bin Steve O'Connell. Journalist bei Planet GG. Wir haben Gerüchte gehört, dass Sie gerade ein Spiel für ein erwachsenes Publikum entwickeln. Würden Sie uns ein Interview geben? Interview geben, natürlich. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir werden das Interview nächste Woche veröffentlichen. Ja, danke. Kriege ich jetzt dafür Geld? Nö. Toll. Arschloch. Okay, Spielewelt-Design haue ich ein bisschen runter. Aber nicht zu viel. Ja. So. Planet GG hat vor kurzem ein Interview mit Monchi & Co. veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Firma gerade dabei ist, ihr erstes Spiel für Erwachsene zu entwickeln. Monchi, Eigentümer und Geschäftsführer von Monchi & Co., erklärt, wir glauben, dass der Spieler sich anspruchsvolle Spielinhalte wünscht und gehen gerne ein Risiko ein, um diese Nachfrage zu entsprechen. Richtig. Viele Branchenexperten glauben, dass nicht jugendfreie Spiele früher oder später geläufiger werden. Wir sind gespannt, wie der Markt auf diese Spiele reagieren wird. Ich auch. Hype. Komm, wir haben einen Hype. Hau rein. Wie kann ich meinen Hype aktivieren? Hype von 6. Ja, Bankrott gemeldet. Gut, schön. Weiter geht's. Komm. Ach Mann. Na gut, aber wir haben fette Forschungspunkte gemacht. 41 Forschungspunkte haben wir jetzt. Das ist super. Levelaufstieg in Engine, Gameplay, Level Design, künstliche Intelligenz, Grafik ist gut. Okay, bei uns selber sind wir fast auf 3. Unsere Engine hat wieder 164 Punkte dazu gekriegt. Okay, Spiel veröffentlichen. Neue Forschung verfügbar. Bessere Benutzererfahrung. Level Editor. Das ist gut zum Beispiel bei, finde ich jetzt, wenn wir den zweiten Teil von der Farming Klaus raushauen, weil da können sie nämlich ihre eigenen Sachen machen. Aber ich glaube, das wird jetzt kein großes... Ja. Ja, das war mir klar, das wird kein großer Verkauf. Das wird, glaube ich, eine 2. Hat seine Momente, okay. Ja, das war mir aber klar. Erfüllt die Erwartungen nicht ganz. Ja gut, das wird sich nicht so gut vor. Zeigt Potenzial, okay. Ist ausbaufähig, wir werden es auch ausbauen. Wir werden aber gucken, woran es liegt. Und zwar am Weltraum-Klaus. Weil das interessiert mich. G64 wird nicht mehr. G64 wird nicht mehr unterstützt. Gut. So. Jetzt kratzt er sich wieder. Ja gut, es geht. Ja gut, es ist. Ich sag mal, das ist ein Game so für zwischendurch, wo wir. Aliens und Simulation ist eine schreckliche Kombination. Sound scheint für dieses Spiel... Willst du mich verarschen? Okay. Naja, gut. Forschung. Bessere Benutzererfahrung. Marketing. Ne, wir nehmen Marketing. Es tut mir leid, Leute, ich möchte Marketing haben. Weil durch das Marketing erreichen wir selber auch mehr Kohle. Ja. Ja, gut. Das Weltraum-Klaus wird, glaube ich, ein einzelnes Spiel sein und bleiben. So, Marketing erfolgreich erforscht. Sauber. Jetzt... Achso, ich war zu schnell. So, was habe ich denn? Ich habe 370.000. Hier habe ich noch nichts Neues. Kosten 150.000 bei allen. Die habe ich doch schon erstellt, oder? 2D-Grafik vor 2? Doch, ich glaube schon. Okay, Auftragsarbeiten. Das schaffen wir nicht, auf gar keinen Fall. Das schaffen wir auch nicht. Wir haben bloß diese 2. Logo-Animation. Nee, okay. Das heißt, wir machen jetzt was. Ne, wisst ihr was, Leute? Das seht ihr erst im nächsten Part von Game Dev Tycoon, ja?
Wir beide wünschen euch auf jeden Fall alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, guckt in die Videobeschreibung, da gibt es tolle Sachen und tolle Leute. Da könnt ihr gerne vorbeischauen bei den Leuten. Ja, und wir sehen uns dann. Bis dahin wünschen wir euch was. Ciao, ciao. Ciao.